So, hi, ich bin der Günther, ich bin aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition in Doom. Ich hoffe, die Folge wird heute ganz gut. Ich bin ein bisschen angepisst gerade, deswegen hoffe ich, dass mich das ein bisschen aufheitern kann. Warum ich angepisst bin, für die, die es irgendwie nicht mitbekommen haben, Livestream die Sache, dass der jetzt letztendlich doch nicht klappt, habe ich erst vor ein paar Minuten festgestellt. Ja, hoffen wir, dass es hier mit der Folge ein bisschen besser wird für mich. Natürlich wieder der typische Disclaimer, das hier ist keine richtige Fanfiction von mir, sondern meine erste, nachdem sie durch einen Textumschreibegenerator und zwei Sprachen in Google Translate geschickt wurde. Los geht's heute mit einem Kapitel, das im Original durchaus sehr bedeutend war. Die Schlacht gegen Ultra Necrozma. Oder wie vorher stand, nicht was als Ultra Necrozma was Günther als Ultra Necrozma bezeichnet, sondern als gewalttätig. Kapitel 15. Die ultimative Lichtschlacht. Mit dieser Änderung änderte sich im Grunde das Gesicht des Nekromanten. Anstelle seiner dunklen Birne färbte es sich gelb. Es ist groß und hat vier Arme. Genau richtig für die Lobby. Es ist in keiner Weise seine ultimative Natur. Aha. Das ist jetzt eine sehr gute Aussage. Das soll irgendwie so wie eine bedrohliche Ansprache klingen, Atmosphäre aufbauen. Was wird draus? Ja, das ist irgendwie schon halt nicht im Ansatz so das, was er eigentlich kann, so das Stärkste. Ja. Alles oder nichts jetzt. Wir müssen uns diesem Kampf stellen, aber wir können fast einen viel größeren unterdrücken. Unseren Überschuss. Was? Wir haben dieses Tier umzingelt, um den unwissenden Ultra-Nekromanten anzugreifen, der die Doktrin aggressiv angegriffen hat. Es macht jetzt alles schon keinen Sinn. Ich glaube, auf schlechte Laune ist das nicht unbedingt ein gutes Heilmittel. Dann muss ich gleich hier eingewiesen werden. Hilfe! Einige von denen, die wir getroffen haben, waren stark, also setzten wir unsere Verteidigungsaktivitäten fort. Und unser Angriff wird niemals wehtun, wie man diesen Feind fragen könnte. Als er schwach wirkte, gaben wir... Was? Was? Okay, ich glaube, das ist einer meiner Lieblingssätze aus der Geschichte bisher. Das werde ich auf jeden Fall auch im Thumbnail mit einbauen. Als er schwach wirkte, gaben wir ihm nicht die Hand und zündeten ihn an. Was? So richtig bekifft. Es wurde langsam gemacht, langsam, aber wir sind nicht geteilt. Latias sieht immer noch gut aus, obwohl ich, Klammer auf, ich, Klammer zu, Lord Ecke völlig unbewusst bin, was unsere Macht angeht. Also ist Gent jetzt Lord Ecke? Plötzlich wacht Latias auf und versucht vielleicht Necrozma zu überraschen, aber es sieht so aus, als hätte sie den Angriff schon einmal gespürt und sie zurückgeworfen. Er starb und Lord Ecke und ich standen schwach an der Wand. Okay, Latias ist wohl immer noch männlich, aber das Problem ist gelöst, sie ist tot. Er ist tot. Als Ultra Necrozma näher kam, der Schmerz schien hoffnungslos. Lord Ecke schlief. Digga, was ist das hier? Die ganze Atmosphäre. Hier, dieser Teil besteht, gerade habe ich das Gefühl, Teil hier aus irgendwie relativ sinnvollen Aussagen und dann kommt irgendwas, das so die komplette Aussage kaputt macht. So, ja, die Hoffnung war verloren. Lord Ecke schlief. Erinnere dich an Gunther, das ist nicht länger bedeutungslos. Wir haben alles, was wir tun können, aber wir können heute hier sein. Und die Welt wird in Dunkelheit eintreten. Lassen Sie uns sie loswerden, einschließlich Floink und Bulbasaur. Plötzlich fühlte ich mich seltsam, als Necrozma nur wenige Meter entfernt war. Es ist wie das, was in mir passiert. Dann wurde ich für einen Moment dunkel.
Danach war ich stärker als vor dem Krieg. Er sieht aus wie ein Kampf gegen Latia, außer dass ich dieses Mal meinen Körper nicht alleine kontrollieren kann. Genau im Gegenteil, dass es dieses Mal eben schon geht, aber YOLO! Die Nekrose dieses Schrittes zwang uns nach vorne und es schien bereit zu sein anzugreifen, aber ich griff es an und warf es ein paar Zentimeter zurück. Sehr starker Angriff, sogar ein paar Zentimeter. Digga, entspann dich. Er und Lord Ecke wollten keine Kontrolle darüber haben, was geschah. Nekromant, genug. Das ist es. Ich werde dafür, dass sie das Welt... Sorry, ich kann nicht lesen. Ich werde dafür sorgen, dass das Licht... Dass sie das Licht der Welt wieder erstrahlen lassen. Diese Welt wird mit all ihren Einwohnern weiter existieren. Nekrozma. Alles klar. Ich habe das Gefühl, da fehlt ein Teil. Irgendwie hier ist, das und Nekrozma wird überhaupt gar nicht besiegt. Jetzt kommt der letzte Satz. Nekrozma ist besiegt. Latia ist noch am Start. Danke, Günther. Kapitel 16. Eine Einführung. Danke, Günther. Natürlich kann niemand die Dunkelheit aufhalten. Ich glaube nicht, dass du genug bist. Sie hat sich an Nekrozma gewandt und es verbessert, bevor ich wirklich weiß, was los ist. Es sieht aus, wie es brennt, aber das Feuer um es herum ist blau. Ihre Augen waren rot und blutig. Alter, was? Das habe ich aber nicht im Original geschrieben. Das ist... Ich sag's so. Legit, wenn ich die Walross Edition 1 nochmal schreiben würde, was ich auch irgendwann machen werde, würde ich es so schreiben. Aber damals habe ich mich sowas nicht getraut. Es ist fast leer, aber jetzt vermisst du uns. Lord Ecke, wirf es. Was haben alle mit Werfen in dieser Geschichte? Ich war wach und drehte mich zu Lord Ecke um. Er schaute auf den Kaffee und sah besorgt aus. Und dann ist irgendwas mit dem Kaffee los. Aber plötzlich schien es. Nein, das ist genug. Ich habe dein Spiel lang genug gespielt. Ich musste es bald beenden. Ich konnte das Gespräch nur fortsetzen. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Alles, was ich über diese Welt wusste, schien plötzlich falsch zu sein. Das ist eine Schande, Lord Ecke. Sie haben mir lange geholfen. Aber wenn ja, dann muss ich beides retten. Wir sind gespalten. Ich bin nach dem Krieg nicht zurückgetreten. Ich verstehe nicht mehr. Ich bin erstaunt und fertig. Doch bevor Ratias seinen Angriff starten konnte, erschienen die Nekromanten. Als wollte er keinen Angriff starten, machte er im Gegenteil einen Fehler und verbrannte plötzlich alles um mich herum. Wait a minute. Okay, ich würde sagen, wir machen heute ein auf Australien in der Walross Edition. Da brennt ja mal alles ab. Ja, der Spruch war jetzt vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie. Und zwar so weit unter der Gürtellinie, dass man aufpassen muss, dass man nicht drüber stolpert. Komm schon, Gunther, er wacht endlich auf. Ich war wach und sah mich um. Ich bin in einer kleinen Höhle, gerade in einer geraden Linie. Ich war schockiert, als ich Pokémon auf der rechten Seite sah. Es dauerte ein paar Meter von Lord Ecke. Ah ja, ich gebe Zeit auch immer in Metern an. Sei vorsichtig, zuerst sind wir hier in Sicherheit. Ich sagte kurz, ich? Warum sollte ich in Sicherheit sein? Was ist das? Was ist das? Das ist kein Wort! Das google ich jetzt erst, bevor ich euch sage, was es ist und gucke, ob es irgendwas ist. Ich hab's richtig abgeschrieben und nein... Nein, das ist kein Wort. Google findet's nicht, dann rechne ich damit, dass es das nicht gibt. Hapenedi. Obwohl es hart ist, reicht meine Kraft. Danke, Latias. Ich hatte ein bisschen Angst, weil er wütend war, aber plötzlich erwachte seine Wut aus einem Traum. Aber ich verletze dich nicht, das ist meine Schuld.
Ich muss sicher sein, dass du das lateinamerikanische Fastback nicht verpasst. Was? Was für ein Ding? Ich würde sagen, es wird Zeit fürs nächste bisschen googeln. Was zur Hölle ist Fastback? Gib mir mal... Ein Schrägheck. Also ein Autoteil. Was? Auf Deutsch darf Gent sein lateinamerikanisches Autobauteil nicht. Was ist denn das heute? Hä? Das ist hier wieder so eine komplett behinderte Folge. Verstehst du doch nicht? Von Anfang an hat Latias überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dich aus deiner Welt geholt, nicht aus Latia. Das hoffe ich jetzt auch einfach mal. Wenn sie in die Zukunft treten, gibt es eine Stimme, die zu ihnen spricht. Beginne langsam zu verstehen. Aber wenn du alles dafür bist, warum sagst du es mir nicht? Warum redest du nicht mit mir? Schein still zu sein. Als du Latias das erste Mal getroffen hast, wusste dein Vertreter leider nicht, dass er mit meiner Agentur vertraut ist. Dafug. Ehrlich gesagt, du vertraust mehr als ich, also lasse ich deinen Freund davonlaufen. Wenn es kein Latein gäbe, wäre alles vergangen. Seht ihr, Leute? Latein ist für etwas gut, auch wenn mein Jahrgang in der Schule das nicht einsieht. Und ich auch nicht. Warte, an welcher Stelle bin ich jetzt? Solange ich dich nicht verletzen will. Jetzt war Lord Ecke auch zum ersten Mal in der Debatte. Sag mir etwas über das Gehirn. Was ist mit ihm? Und warum hat er Gnat nicht gegeben hat? Aha. Er sagte auch, warum willst du mich jetzt nach einer Weile nicht ins... Was? Warum willst du mich nach... Warum... Sprachenlernen, Bubble. Warum willst du mich nach einer Weile nicht in Lettland angreifen? Wajima hat dir erlaubt, sie zu kidnappen. Jetzt ist Nick Schrosma auf so seltsame Weise gelöst. Offizier, ich habe noch nie mit jemandem über ihn gesprochen und er ist ihm gefolgt. Latias verringert diese Chance zumindest geringfügig. Sie haben ihn in der Vergangenheit schon oft gesehen, aber ich habe nicht mit ihm gesprochen. Und Gunther hat mir aus demselben Grund etwas erzählt, aus dem ich geschwiegen habe. Dann habe ich mir selber die Schuld gegeben. Ich erinnere mich, dass Latias dafür gesorgt hat, dass ich nichts gesagt habe, was ich gesehen habe, bevor ich in meiner Zeit zurückgekehrt bin. Und jetzt verstehe ich, warum. Das Kapitel machen wir jetzt noch fertig. Und ich hoffe, wenn ich gerade den Namen des nächsten Kapitels so sehe, das gucke ich nebenbei nach, dass das nicht der Name ist, den ich dachte. Es ist im Original. Wenn ja, muss ich ganz, ganz dringend los. Nick Schrosma hat nicht geantwortet. Weil sie, ich bin behindert. Übrigens, ich habe gerade nicht die normale Walross Edition 1, sondern die in Dumm geöffnet. Wobei es dann kein Wunder ist, dass ich hier, Kapitel 17 will ich hier... Ich bin jetzt schon da. Es ist näher dran, als ich dachte. Naja. Nick Schrossen hat mir nicht geantwortet, weil sie... Das heißt, Latias ist jetzt männlich und Nick Schrossen weiblich. Aha. Ihre Rede nicht fortsetzen kann. Deshalb wollte ich dich nicht angreifen. Er hat mir alles erzählt. Er wusste viel über dich und ich stimmte zu. Entführung ist nur die Hälfte der Entführung. Die Firma hat auch dort gearbeitet. Zuerst ihr Freund Fern. Leunk wusste nicht, wer er war. Der Herr möchte wissen. Weh, bedeutet das, dass Bulbasaur ihn kennt? Digga, da kommt der Poet. Er sagte zu Lord Egg. Sie verstehen immer noch nicht. Verständnis ist nicht schwer. Dein Freund Bulbasaur ist mein heimlicher Angestellter.
Und das, nachdem in der allerersten Folge Gent bereits gelernt hatte, Vollzeit bei ihm und Floink zu arbeiten. Oh mein Gott. Wir haben zusammengearbeitet, seit Latias mich verraten hat, und er hat seine Identität für alle geheim gehalten, obwohl es ihm offensichtlich schwerfällt, besonders auf Floink. Lord Ecke sieht toll aus, aber meiner Meinung nach funktioniert alles gut. Nein, Lord Ecke sieht nicht toll aus. Okay, das Vulpix kann ich nichts gegen sagen. Der echte ist fett. Ich meine, hi. Ich musste lange verstehen, dass viele lateinische Geschichten falsch sind. Aber nach dem Ende der Necrozma waren meine Kommunikationsbedürfnisse noch lange nicht vorbei. Alman.mp4. Und ich wandte mich an Lord Ecke. Kommunikationsbedürfnisse ist so ein Wort, das muss ich mir merken. Wenn ich mit ihm rede, schaut er nur auf. Er kann befürchten, dass ich ihm nicht vergebe, dass er mich angelogen hat. Jetzt gibt es keinen Lord Ecke. Ich verstehe, warum du das tust, aber ich bin nicht böse. Aber ich möchte, dass du mir alles erzählst. Nun, diese Geschichte hat vor vielen Jahren begonnen. Wie ich dir schon sagte, haben mein bester Freund und ich die Welt gerettet. Ich wollte ihn aufhalten, aber ich dachte, es sei nicht wahr. Also ließ ich ihn das Gespräch fortsetzen. Nach einer langen und langen Erfahrung haben wir es endlich geschafft. Er verschwand plötzlich. Plötzlich blieb sie stehen, hat jeder Geschlecht getauscht. Plötzlich blieb sie stehen und redete und sah mich glücklich an. Ich habe ein wundervolles Gefühl. Seine Augenbrauen sahen wütend aus. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber bevor ich fragen konnte, unterhielt er sich erneut. Sehr gut, das wäre es dann gewesen mit der heutigen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition in Dumm. Heute haben wir eigentlich nur irgendwelche Dinge angezündet. Und Latias Augen sind jetzt blutig. Oder so. Solltet ihr noch irgendwelche Kommunikationsbedürfnisse haben, dann schreibt's in die Kommentare. Ich beantworte alle Fragen, soweit ich kann. Achtet, passt immer gut auf. Vielleicht findet ihr ja irgendwo Chips und glaubt an das als Gent, nicht nur es getan zu haben. Und passt auf, dass ihr nicht von Bulbasaur sexuell belästigt werdet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich sollte aufhören, ich laber Scheiße. Bis dann und blau.